Alter, was geht ab, Leute, Junge? Seht hier ein Capador. 15 CP, WP, aber ich weiß trotzdem Berge Hyperball. Weil ich weiß, dass es ein XL Capador ist. Ich sag euch auch gleich wieso. Nachdem ich es gefangen habe. Und XL. Und zwar hat Philipp bei der Map jetzt eingestellt, dass man sehen kann, welche Capadors XL sind. Was richtig krass ist für alle Medaillenjäger wie mich. Also, die Münchner Map echt die beste. So wie ihr sehen könnt, hier ist die Map. Hofgarten 400er, die schnappen wir uns vielleicht noch. Dann könnt ihr hier sehen, vier Capadors mit Zylinder. Das sind die, die XL sind. Also die drei hier oben habe ich. Den hier habe ich noch nicht. Nur noch 7,5 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe, aber echt geil gemacht von Philipp. Danke an ihn. Vielleicht tue ich mir den. 9 Minuten, nee, alles zu spät. Schauen wir mal, wie viele XL Capadors ich kriege. Aber bei dem Nest ist es eh relativ egal, weil da holt man sich eh alle Capadors, weil Garados immer noch sehr klasse ist. Aber danach, nach dem Nest, wenn es nicht mehr so viele Capadors gibt, dann kommt das auf jeden Fall sehr praktisch. Dann mache ich sogar vielleicht eine XL Capador Scanner Tour. Und da ist ein neues XL Capador, das hole ich mir jetzt. Ich will ganz oben stehen und ich werde alles tun. Ich werde weitergehen und immer nur der Beste sein. Hab so viel gelernt, es war eine harte Zeit. Der Tag ist nicht mehr fern, dann zeige ich allen, was ich kann. Der nächste Schritt wird nicht der letzte sein. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Denn ich will ein Held sein. Halt dich an mir fest. Trattini hier. Hofgarten, also ne, Hofgarten sind wir immer gut mit Trattini. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem hören, auch wegen der Musik. Und ich hoffe, die Musik ist nicht copyrighted, sodass ich kein Problem mit YouTube bekomme. Gutes Trattini, ich werde sich entwickeln, aber Trattini immer gut. Und weiter geht's in den Capadon. Yo, ein Ursaring hier. Ich habe noch keinen entwickelt, also neuer Deckseintrag. Nicht so stark, aber. Ich habe noch keinen in der Wildnis gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon einen Wild gefangen habt. Das ist jetzt mein erster dann. Nicht schlecht. Noch ein Capador. Berge für den, der müsste XL sein. Den haben wir extra getrackt. War schon ein bisschen weit weg. Aber für XL lohnt sich es auf jeden Fall. Berge Hyperball natürlich. Schauen wir mal, XL. Genau, perfekt. Perfekt. Yo. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Daneben ist so eine Art Wasserfall. Krasses Capador. Über 180 WP und 96%. Das werde ich am Ende der Folge auf jeden Fall entwickeln. Leider nicht XL, aber ein gutes Garados. Also ist auch nicht schlecht. Und kein XL Capador. Der Alter fühlt sich langsam, aber es braucht noch über 100, also und noch 111, nachdem hier 110, können wir gleich mal abchecken. Und der war gar nicht XL, dann muss ich nochmal nachschauen, fail. Schneckmark auch hier, also nichts Besonderes. Am Anfang dachten wir, Schneckmark wäre ganz selten, so wie Slime, aber leider nicht. Der hat sogar Nester, nicht unbedingt Nester, aber Spawnpunkte. Also der ist schon viel häufiger. Allgemein die Sachen in Gen 2 sind viel häufiger, also schon ein bisschen unlustig so. Nimmt ein bisschen den Reiz weg. Bei Gen 1 waren viele Sachen richtig selten. Slimer, ich bin sogar damit gegangen. Also, wobei man muss auch sagen, also es gab auch keinen Scanner, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt für Slimer Candies gescannt hätten. Thank you.
Strecke gerade war zu krass. 7-8 Capador auf dem Weg. Zwei davon waren XL. Auch noch ein Hundoster nehme ich jetzt mit. Und dann war es das, glaube ich, für heute. Ich werde noch das krasse Capador entwickeln, das wir davor hier gefangen haben. Also sind wir zu dem Ort zurückgekehrt, wo wir es gefangen haben. Und dort wird auch entwickelt. Moment, erstmal das Hundoster weg. Müsste schlechter wie haben. Ja. Weg mit dem und zu den Carpadoren. Also, ihr sehen könnt hier noch ein 157er 100%. Den machen wir einander mal. Und heute den 185er 96%. Schauen wir nochmal die IVs an. Beste Rating, Attack, Defense 15. Das heißt, Attack, Defense, HP müsste ja 13 nur haben. 13, 15, 15. Und entwickeln. Wir haben über 2000 Bonbons. Das heißt, danach nur noch ein 6. Ich werde ihn ein bisschen pushen auf über 3000, weil unter 3000 sind die Garottos hier nichts mehr wert. Also, Arenen fangen ab 3000 an. Danach heißt es wieder Bonbons füllen, bis wir wieder auf die 2000 kommen. Biss und Knirscher. Ich habe gehört, das ist die schlechteste Attacke. Echt schade. Aber jetzt wird er erstmal gepowert, bis er die 3000 geknackt hat. Das Bonbons heißt, wir brauchen 430 circa, um wieder über die 2000 zu kommen. Das machen wir beim nächsten Mal. Und das war's für heute. Genau, das war's für heute. Neues Garados gemacht, viele Capador Bonbons gesammelt. Ich werde die nächsten paar Tage auch noch hingehen. Kann ich nur empfehlen. Capador immer gut, beziehungsweise Garados. Und das Nest ist auch echt gut. Vor allem jetzt mit der Medaille, wer die noch braucht, wen es interessiert. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was euer stärkstes Garados ist, wie viel Garados ihr habt und vielleicht auch wie viel euch noch zu der Medaille fehlt. Ansonsten mir mal liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.